Bevor das allerdings startet, diese Befragung der Bundesregierung, gibt es hier noch eine Debatte zur Geschäftsordnung. Und zwar geht es da um eine Personalie, die morgen gewählt werden soll. Und zwar die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Vorgeschlagen wurde die Publizistin Ferda Ataman. Allerdings gibt es da besonders von der AfD-Fraktion Kritik dran, dass diese Personalie nur gewählt wird ohne Aussprache. Und deswegen ist jetzt erstmal hier eine Debatte drei Minuten pro Fraktion angekündigt, so dass wir jetzt mal reinhören, was jeweils die Fraktionen dazu sagen. Da wird es halt einerseits um die Art gehen, wie diese Wahl vonstatten geht, aber eventuell wird es natürlich auch um die Personalie Ferda Ataman gehen. Im Vorfeld gab es bei ihrer Nominierung schon Kritik an ihr, unter anderem von der CDU-CSU-Fraktion und eben von der AfD, aber auch zum Beispiel von der FDP gab es vereinzelte Stimmen, die sie nicht unterstützen wollen für diesen Posten als Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Das ist eine nationale Anlaufstelle für von Diskriminierung betroffene Menschen. Und nun spricht aber Bernd Baumann zu dieser Geschäftsordnung für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Begriff wie deutsche Nation sei zutiefst vergiftet. Ein deutsches Volk gäbe es überhaupt nicht. Alles nur Ausdrucksformen von weißem Rassismus. Auch über Heimat zu reden sei in Deutschland Nazi-Sprech. Der Heimatbegriff sei brandgefährlich, toxisch wie Blut und Boden. Wer sagt sowas? Frau Ferda Ataman? Diese Person will die Regierungskoalition zur Chefin der höchsten deutschen Antidiskriminierungsbehörde machen. Ein so hohes Staatsamt, dass es vom Bundestag selbst gewählt werden soll. Frau Ataman, das muss man wissen, unterscheidet prinzipiell weiße Deutsche. Sie nennt sie auch Deutsche. Herr Baumann, Entschuldigung. Ich komme gleich zur Tagesordnung. Nicht zur Person bitte, sondern zur Geschäftsordnung. Deutsche mit Nazi-Vergangenheit systematisch von der mit Migrationshintergrund der Bevölkerung. Damit treibt sie einen tiefen Spalt in die Gesellschaft. Integrationsforscher nennen sie eine Hasspredigerin. Das ist sie auch, meine Damen und Herren. Die Wahl muss von der Tagesordnung. Wenn Migranten uns Deutsche als Kartoffeln beleidigen, findet Ataman das völlig okay. Sie hat auch nichts dagegen, wenn man weiße Deutsche einfach nur Spargelfresser nennt. So bedient Frau Ataman radikal antideutsche Ressentiments. Sie diskriminiert. Die Wahl muss von der Tagesordnung. Muss es ja begründen. Selbst für Herr Baumann, ich unterbreche jetzt auch Ihre Redezeit. Sie haben noch 1:25. Ich bitte Sie, auf Angriffe zur Person zu verzichten, sondern zur Geschäftsordnung zu reden. Und es reicht nicht, wenn Sie zwischendurch einmal sagen, das muss von der Tagesordnung runter. Ich bitte Sie wirklich, das einzuhalten. Die Begründung liegt in der Person, warum das von der Geschäftsordnung runter muss. Ich kann nicht die Geschäftsordnungsanliegen der AfD begründen, wenn ich nicht sage, worin das liegt. Das muss möglich sein. Und in der letzten Veranstaltung konnte hier eine Rednerin der SPD durchweg reden zur Geschäftsordnung und hat nicht einmal das Wort Geschäftsordnung oder Tagesordnung erwähnt. Das möchte ich mal sagen. Wir haben das Problem, dass wir hier eine Frau wählen wollen zur Antidiskriminierungsbeauftragten, die durchweg diskriminiert, Deutsche diskriminiert. Wenn Sie das heute auf die Tagesordnung machen, da können Sie auch Herrn Edati zum Kinderschutzpräsidenten wählen, meine Damen und Herren. So sieht es nämlich aus. Wir wissen, dass die Grünen das wollen. SPD und FDP unterstützen Sie heute dabei, das wissen wir auch, auch was die Tagesordnung angeht, meine Damen und Herren. Das ist der eigentliche Skandal. Und deswegen muss er von der Tagesordnung, damit das hier sozusagen auch mal deutlich ausgesprochen wird, muss diese Debatte am Anfang sein. Noch ein Wort an Sie, liebe CDU. Sie wollen das ja auch ablehnen. Möglicherweise jetzt auch in der Geschäftsordnungsdebatte ablehnen. Dass Sie sich jetzt über Frau Ataman und die Wahl heute auf der Tagesordnung aufregen, ist eine Heuchelei, das möchte ich vorab schon mal sagen. Diese Frau war jahrelang die Redenschreiberin von Ihrem Armin Laschet.
Er hat ihr auch jetzt zur Kandidatur herzlich gratuliert. So viel zur CDU, meine Damen und Herren. Auch die FDP will heute zustimmen, auch im Rahmen der Tagesordnung wahrscheinlich gleich. Wolfgang Kubicki hat gesagt, eine Nichtwahl von Frau Attermann würde die gesamte Koalition gefährden. Das heißt, die FDP macht ganz deutlich, dass es ihr nicht um die Sache geht, sondern nur um die Macht, meine Damen und Herren, auch heute hier. Sollte Frau Attermann heute wirklich gewählt werden und das zur Wahl kommen heute auf der Tagesordnung, zeigt das nur, wie weit radikal ideologische Linke die Macht in unserem Staat schon übernommen haben. Das muss mal deutlich gesagt werden. Die einzige Alternative, das sieht man auch jetzt in der Tagesordnungsdiskussion, ist wirklich nur, und das merkt nun wirklich jeder, nur noch die AfD gegen diese linke Ideologisierung. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Dr. Irene Mihalic. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Baumann, Sie haben uns Ihren Geschäftsordnungsantrag ja schon länger angekündigt. Darüber haben wir auch schon im Ältestenrat und auch im Kreis der parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer gesprochen. Aber die Begründung, die Sie ja anführen, Herr Baumann, ist billig und abenteuerlich und vollkommen inakzeptabel, meine Damen und Herren. Und dass Sie hier diese Debatte, diese Geschäftsordnungsdebatte anzetteln wollen, hatte einzig und allein den Grund, dass Sie eigentlich eine Aussprache zur Person erzwingen wollten, obwohl es das Gesetz so nicht vorsieht. Die Wahl der Antidiskriminierungsbeauftragten, meine Damen und Herren, findet ohne Aussprache statt. So steht es im Gesetz. Das wissen Sie ganz genau. Und deswegen ist das Manöver, was Sie hier abziehen, auch so durchschaubar, Herr Baumann. Diese Debatte hier wird nur geführt, weil die AfD schon die Aufsetzung der Wahl einer Person ablehnt, die nicht in ihr von Hass und Ausgrenzung geprägtes Weltbild passt. Aber was mich fast schon ein bisschen amüsiert, ist, dass Sie das Prinzip von Wahlen ganz offensichtlich nicht verstanden haben. Denn wenn Sie den Personalvorschlag ablehnen, wie Sie hier gerade lang und breit erklären konnten, dann müssten Sie ja eigentlich für die Aufsetzung der Wahl sein, denn sonst könnten Sie ja gar nicht gegen den Vorschlag stimmen. Und das Prinzip von Tagesordnung, Herr Baumann, das haben Sie auch ganz offensichtlich nicht verstanden. Denn wenn wir jedes Mal die gesamte Tagesordnung ablehnen wollen, weil uns die kruden Anträge der AfD inhaltlich nicht passen, dann kämen wir hier nie zu einer Tagesordnung und wären überhaupt nicht arbeitsfähig, meine Damen und Herren. Es ist also vollkommen unlogisch, was Sie hier machen. Und es ist darüber hinaus auch noch demokratiefeindlich. Denn was bitte? Denn was bitte? Und die Frage hätten Sie ja mal beantworten können. Was bitte ist das denn für ein Demokratieverständnis, dass Sie das Parlament daran hindern wollen, einem gesetzlichen Auftrag nachzukommen? Dass der Deutsche Bundestag die Antidiskriminierungsbeauftragte wählt, das steht so im Gesetz. Die Bundesregierung schlägt eine Person vor und das Parlament entscheidet. Und deswegen muss der Punkt auch auf die Tagesordnung, weil das ja gerade die Voraussetzung dafür ist, dass wir diese Wahl hier durchführen können und die langjährige Vakanz dieser Stelle auch endlich beenden können. Also, der Punkt Wahl der unabhängigen Beauftragten für Antidiskriminierung steht auf dem Vorschlag zur Tagesordnung. Wenn Sie dem zustimmen, kann die Wahl hier im Parlament auch ordnungsgemäß durchgeführt werden, so wie es das Gesetz auch vorsieht. Deshalb bitte ich im Namen der Ampelkoalition um Zustimmung zur Tagesordnung. Ganz herzlichen Dank. Irene Mihalic war das hier für die Grünen. Am Anfang hatte Bundestagspräsidentin Bärbel war es noch darum gebeten, dass es wirklich um die Geschäftsordnung, nicht um die Personalie, also um die Sache gehen soll. Das ist natürlich schwierig, bei so einem Antrag das zu trennen. Thorsten Frei für die Unionsfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aufsetzung dieses Tagesordnungspunktes in der morgigen Plenarsitzung ist korrekt und entspricht den Vorschriften. Die Person, die dort als Kandidatin von der Bundesregierung vorgeschlagen wird, ist es nicht.
Das will ich in aller Ausdrücklichkeit sagen. Frau Mihalic, Sie haben das erwähnt, in Paragraphen 26 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes steht drin, dass die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung vom Bundestag auf Vorschlag der Bundesregierung gewählt wird. Dieser Antrag ist rechtzeitig gestellt worden. Deswegen gibt es keinen vernünftigen Grund, warum dieser Punkt nicht auf der Tagesordnung des Bundestages gesetzt, debattiert und entschieden werden soll. Debattiert wird er ja nicht. Das ist vollkommen richtig. Das steht übrigens in Paragraphen 26 auch drin. Und das akzeptieren wir auch. Aber an dieser Stelle muss man natürlich schon sagen, dass die Bundesregierung mit ihrem Vorschlag auch Anlass zu solchen Diskussionen gegeben hat, weil sie auf einer Stelle, die mit einer hohen Legitimation versehen ist, weil wir hier im Deutschen Bundestag darüber abstimmen, weil wir mit Kanzlermehrheit darüber abstimmen, es eben auch jedem Kollegen und jeder Kollegin bei der morgigen Abstimmung klar sein muss, worum es hier geht. Und jetzt wundern mich natürlich die Zwischenrufe der Grünen-Fraktion nicht. Von Ihnen kommt ja dieser Vorschlag. Deswegen macht es im Grunde auch nur Sinn, an den vernünftigen Teil dieser Koalition zu appellieren und die Frage zu stellen, ob der Vorschlag der Bundesfamilienministerin wirklich auch Ihr Vorschlag sein kann und Sie damit die Verharmlosung von Clankriminalität, das Bewusstsein, dass Diskriminierung nur von weißen Deutschen ausgehen kann, und dass es letztlich auch mit dem politischen Islam und dem Islamismus nicht so schlimm sein kann, diese Verniedlichung und Verharmlosung, dafür steht Ihre Kandidatin. Und deswegen ist für uns vollkommen klar, wir stimmen dieser Tagesordnung zu. Wir werden morgen Ihrem Vorschlag nicht zustimmen, weil er eben das Gegenteil von Zusammenführen ist. Er spaltet, er desintegriert, und deswegen ist er ein schlechter Vorschlag. Herzlichen Dank. Die Union hat hier noch mal begründet Zustimmung zur Tagesordnung, aber dann morgen, wenn über diesen Personalvorschlag abgestimmt wird, wird die Union dagegen stimmen. Momentan ist die Wahl ab circa 16 Uhr angekündigt, wenn es nicht zu Verzögerungen kommt. Auch das ist ja im Bundestag immer wieder Usus, dass es doch manchmal länger dauert. Wir stimmen nun ab über die von der Fraktion der SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, FDP und die Linke vorgeschlagene Tagesordnung ab. Wer stimmt für diese Tagesordnung? Den bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen Linke, SPD, Bündnis 90, Grünen, FDP, CDU, CSU-Fraktion. Gegenstimmen? Die AfD-Fraktion. Enthaltungen? Sehe ich nicht, dann ist die Tagesordnung so beschlossen und der Antrag der Fraktion der AfD abgelehnt. Ich rufe nun auf den Zusatzpunkt 1. So, es bleibt also bei der Wahl morgen für die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung.